Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Zusammen mit Hawk. Hallo. Und mir, Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Strom ist ausgefallen. Ja, wir haben ja schon gesehen, dass die neuen Gießereien drüben, ganz, ganz weit weg drüben, ziemlich viel Strom verbrauchen. Und da haben wir nur ein paar jetzt im Moment in Betrieb. Allerdings knallt uns der Strom jetzt trotzdem ständig weg, weil wir zu wenig Wasser pumpen und... Hawk stellt, glaube ich, gerade Material her, dass wir hier eine zweite Pumpe in Betrieb nehmen können. Und dann sollte das ja hoffentlich in Ordnung sein. Schauen wir mal. Brauchst du noch lange? Nö, eigentlich nicht. Gleich fertig. Wieso? Nö, dann, sonst hätte ich. Also, ich warte, wenn es jetzt gleich fertig ist. Sonst gehe ich nämlich hoch und zeige die fertige Gießerei. Ja gut, du kannst ruhig schon hochgehen. Also ich mache jetzt nichts Spektakuläres. Ja gut, okay. Dann laufe ich mal zur Gießerei. Also. Ja, wir haben ja inzwischen wirklich einige Hallen. Die Gießerei kennt ihr auch schon. Die ist halt jetzt aber auch fertig. Okay, da kann man nicht runter her. Dann springen wir drüber her. Und aus der Gießerei bekommen wir jetzt auch die ersten Stahlbarren raus. Die füllen wir temporär in einen Container. Da unten steht der Container. Und selbst mit nur zwei oder drei Gießereien, die wir gerade in Betrieb haben, geht das quasi hier im Sekundentakt. Ja, das haben wir durch eine ganz kurze Laufzeit schon generiert an Barren. So, und jetzt gehen wir in die fertige Halle rein. Das ist unten. Ich meine, gut, ist nichts Neues für euch, kennt ihr alles schon. Denn der Vorteil unserer Hallen ist gleichzeitig auch der Nachteil. Es sieht halt immer alles gleich aus. So, da sind die Gießereien und an sind im Moment nur da die ersten drei. Da ist die Leitung gekappt und auf der anderen Seite ist da die Leitung gekappt. Zweite Etage ist auch schon drüber gebaut, für den Fall, dass wir hoch müssen, also dass wir weitere Gießereien installieren. Ich sehe das, glaube ich, nicht im Moment. Das hier wäre die Zwischenetage und dann geht es halt hoch auf die Maschinenetage und die ist halt noch nicht fertig. Ja, so sieht das momentan aus. Gut. So, was ist mit den Strömen? Naja, ich bin auch dabei. Kann auch nicht zaubern, du immer. Ach, müssen wir mal mit der Gewerkschaft reden. Dass die uns besseres Material zur Verfügung stellen, damit wir effizienter arbeiten können. Ja, was machen wir mit dem Stahl? Wir müssen selbstverständlich Stahlträger und Stahlrohre herstellen. Im Grunde würde das bedeuten, zwei Hallen zu bauen. Und die Frage nach dem Standort stellt sich dann. Da, wo jetzt das ganze Gewirr von Förderbändern ist, da kommt ja der Lift irgendwann hin wieder. Auf einer Plattform dann. Und hier haben wir die Gießereien. Da fängt die Verarbeitung der... Jetzt habe ich mich erschreckt, das war nur ein Vogel. Da fängt die Verarbeitung der Barren zu Zwischengütern statt. Und darum sollten wir ja die nächste Halle auch da hinten daneben bauen. Ich weiß nur, dass da so ein fieser Feuerspucker ist. Wie viele Schläge mit dem Schwert braucht das Ding? Ich glaube 4 oder 5, glaube ich. Boah, ich habe Angst. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Was ist denn das für ein gelber Staub da? Gelber Staub? Hier ist ein gelber Staub. Ah, wir haben hier... Ist das ein Spinnennest? Was war das nochmal? Wo dieser gelbe Staub von unten aus der Erde kommt, dieses Gas. Mit diesen, ja, das sieht aus wie Termitenhügel fast. Ich glaube, das ist Gift. Ja, genau. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, da kommen da Spinnen oder irgendwas kam doch da. Ich gucke jetzt nach. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Okay, ja, ich nehme dann direkt Schaden, wenn ich da hingehe. Also Tiere sind da jetzt nicht zu sehen. Ich dachte, dass da dann Tiere sind. Ja gut, okay. Also.
Da muss irgendwo der Feuerspucker sein. Ich gehe mal vorsichtig über den Hügel. Ist gar nicht da. Also als ich die Halle gebaut habe und aus dem Fenster rausgeschaut habe, da lief der hier immer noch rum. Ah, da hinten ist er. Jetzt kommt er auch schon. Oh, er kommt. Ich hasse diese Viecher. Okay, so, erledigt. Zwei Alien-Organe. Ah, leg dich nicht mit mir an, du Kackvieh. So. Ja, dann bauen wir hier die nächste Halle hin. Da haben wir ein abgestürztes Shuttle. Da können wir irgendwo mal Festplatten bergen. Oh, da ist noch so ein Viech. Oh, jetzt habe ich nur noch anderthalb Balken. Jetzt kommt der. Ah! Ja, dann ran. Und hoch. Okay, gut. Okay. Ja, hier liegen auch noch andere Materialien, die nehme ich mal mit. Hier die modularen Rahmen sind ja immer schön. Da haben wir 8 Motoren sogar. 280 Schrauben. Verstärkte Platten, 12, nochmal 10. Noch mehr Rahmen. Ah, oh, und noch so ein Feuerviech. Das ist jetzt aber unfair. Okay. Einen halben Balken über. Wow. Ich bin hier. Ich sage es dir. 3 Stück erledigt von den Viechern. Krass. Hoffe, das war's dann auch. Ah, da. Nee. Es sah erst aus, als ob da auch noch einer ist, aber das war nur so ein. Das ist einer von diesen Rampfviechern. Hier müssen wir 10 Rotoren haben. Die habe ich jetzt leider nicht, sonst könnten wir hier eine Absturzkapsel öffnen. Wenn du 10 Rotoren hast, ne? Mhm. Und du Bock hast, so eine Abwurfkapsel zu öffnen, dann kannst du da hinkommen, hinter unsere neueste Halle. Okay. Also wo die Gießerei ist, oder? Ja, nee, nicht bei der Gießerei, sondern da, wo ich die, die Halle gebaut habe für die... Oh, Mensch, sag mal schnell. Ach, die, ja. Ne, genau die. Genau. Ja. Ey, ich weiß schon, welche du meinst. Für die, für die modularen Rahmen. Nee, nicht für die modularen Rahmen. Für die, gibt's doch gar nicht. Die Eisenstangen. Ganz normale Stangen. Ach so. Die war neben der Halle der versteckten Platten, ne? Und, nee, die war neben, ja, ja, im Grunde schon. Die ist eigentlich neben der Halle, die Eisenplatten herstellt. Da hatten wir das doch auseinandergezogen. Also ist doch in der Halle ist doch beides gewesen. Und dann hatte ich doch eine Halle daneben gesetzt, um die da rauszuziehen, die Produktion der Stangen. So, und dahinter läuft dann die Produktion der verstärkten Platten. Haben wir eigentlich wieder Strom? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, noch nicht. Also, okay. Sind wir dabei. Ist jetzt nochmal 3 neue Kohlekraftwerke mit drin. Okay. So, von der Höhe können wir ruhig so bleiben. Dann würde ich sagen, machen wir wieder 3 dazwischen. Das heißt, das hier ist der erste Block. Na, gehst du wohl. Dann setzen wir uns da gleich schon das Gitter, den Laufsteg dran. Gut. Mensch, wo ist die Tür? Da. Ah. Gut, das ist die Service-Ebene.
Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Die Stahlrohre brauchen doch... Die brauchen noch zwei Zutaten, ne? Oder brauchen... Nee, die brauchen nur Stahlbarren, oder? Die brauchen nur Stahlbarren, meine ich, ja. Und die Stahlträger, die brauchen auch nur Stahlbarren, oder? Nehme ich jetzt nicht völlig vertun. Dann gibt es aber die verbesserten Stahlträger. Die also diese Beton und Stahlbeton, genau. Und der braucht dann noch Beton, richtig. Ja, dann ist das hier eine relativ einfache Halle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt einen noch. Ja, okay. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt fehlt mir wirklich eine versteckte Platte gerade. Ah, wie ärgerlich. Was baust du denn jetzt? Doch nicht nur noch eine Pumpe, oder? Nee, ich habe jetzt zwei Pumpen noch zusätzlich gebaut. Zwei noch, okay, ja. Und halt drei Kohlekraftwerke. Ja, das soll uns ja dann wohl eine Weile weiterbringen, oder? Das hoffe ich doch, ne? So, müsste jetzt auch alles angeschlossen sein. Kohle läuft durch. Sieht gut aus. Die haben Strom angeschlossen. Die sind da mit dran. Ja, doch. Ich glaube, ich kann den Bums jetzt mal anschmeißen. Ja, ja, wunderbar. Ja, läuft an. Das ist schon mal gut. So, Wasser füllt sich wieder. Mm-hmm.
So, jetzt geht's an die Geräte. Konstruktor. Also ich glaube, ich muss oben... Also ich habe jetzt hinter den Wasserpumpen, also ja, die Wasserextraktoren, wie auch immer, habe ich direkt diese Wasserpumpen angeklemmt hinter jeder. Ja. Also jeweils eine. Ja, okay. So, aber irgendwie haben die letzten... die letzten Kohlekraftwerke, also die wir als erstes gebaut haben im Prinzip. Ja. Da schien es gerade eben, dass da nicht genug Wasserdruck ankommt, dass es dadurch immer abgestiegen ist. Jetzt will ich mal gucken. Da musst du eine zweite Pumpe ans Rohr hauen. Ja, ja, genau, aber die setze ich jetzt oben bei den Kohlekraftwerken hin. Die setze ich jetzt dazwischen, damit die mehr Druck oben bekommen. Ach so, ja, okay, ja, durchaus. Wenn das passt. Nein, das passt natürlich nicht. Scheiße. Vier. Achso, warte mal, Rotor benötigt. Gut, so. Machen wir erstmal mit den Dingern weiter. Oh, ich klemme jetzt mal alles wieder dran ans Netz. Ja, okay. Toi, toi, toi. Ich überlege, sollen wir hier, sollen wir einfach sagen, dass wir in der Halle zwei Produkte machen, die Stahlrohre und die Stahlträger? Was meinst du? Also ich würde davon abraten, weil dann haben wir nachher wieder dieses Kuddelmuddel, wo haben wir denn wo was, ne? Ja. Dann, was brauchen wir denn eher, die Stahlträger oder die Stahlrohre? Stahlträger. Ja? Weil die Stahlträger, die brauchst du nachher auch, um MK3-Förderbänder zu bauen. Okay, ja. Insofern die da nichts geändert haben mit den Baumaterialien. Also früher war das ja so gewesen. Dann nehmen wir hier jetzt Stahlträger. Oh, ist okay. Dann werden wir die zweite Halle wahrscheinlich off-camera bauen. Ja, ich denke, dass wir das machen werden. Also jetzt haben wir wieder ein bisschen Stromkapazität nach oben frei. Also ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt Verbrauch 400, ja, ich sage jetzt mal 500 Megawatt. Wir haben Kapazität bis zu 675 Megawatt. Ist das natürlich nicht das meiste? Ich weiß ja nicht, wie das nachher aussieht, wenn wir die Gießerei damit angeklemmt haben, aber müssen wir testen. Ja, das ist ja schon ganz ordentlich auf jeden Fall. Ja. So, dann komme ich mal wieder rüber zu dir. Wir können auch eigentlich mal die Signalisator abreißen da hinten. Ne? Ja, können wir machen. Also mich stören sie jetzt nicht, aber ja, können ja weg, definitiv. Das mache ich auch mal off-camera oder so, weil das ist so gelaufen. Ups. So, okay. Ich baue es diesmal andersrum.
Ja. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich würde sagen, da wir hier... Ich überlege jetzt, ob ich hier eine Zufuhr oder zwei Zufuhr machen. Oder ob wir einfach eine machen und das gleichmäßig aufsplitten. Wie, wo jetzt? Na, hier unten beim, beim Stahl. Bei den Stahlträgern. Okay. Wir machen zwei dran. So. Oh, wieso denn? Hier ist die Stangenhalle, du bist ein weiter, ne? Mhm. Unter der Halle, unter der neuen, da ist das Wrack. Ja, perfekt, gut, dass du den zweiten Zugang machst. Ist richtig gesetzt oder falsch? Nö. Ne, bei der ist das ja egal. Schließt das an? Soll ich dir die Wände hier gleich schon mal dran ballern? Gerne, oder? Ja, gerne. Dann muss ich mal eben Beton holen. Mensch, dann haben wir bald Stahlträger, hör mal. Und das, die Stahlträger waren für die MK3 Bänder, ne? Ja, genau. Genau. Aber vorher müssen wir dann noch eben 100 Stahlrohre craften. Ja, das machen wir von Hand, ne? Können wir die überhaupt von Hand machen? Das nee. Ist jetzt eine gute Frage. Doch, können wir wohl. Ja, doch, ja. Geht. Machst du auch aus Stahlbarren. Mhm. Ja, das passt halt ja ganz gut. Was wollte ich jetzt machen? Ach, Beton. Du wolltest Wände überhauen. Beton, ja. So, dann haben wir eine Seite fertig. Die könnten wir dann gleich auch in Betrieb nehmen. Für Wände brauchen wir Metallplatten und Beton, glaube ich, ne? Für Wände nur Beton. Okay. Warte. Nee, Entschuldigung, Metallplatten auch. Mein Fehler. Geil wäre das jetzt noch, wenn da so Schiebetüren drin wären, ne? Wo? Ja, hier in diesen Türen halt, in den Durchgängen. Ja, das stimmt.
Das wäre schon genial. So Space Engineer-mäßig. Ja, genau, aber so. Headbutt. Definitiv. So. Hab die Wand richtig rumgesetzt. Ja. Wie hoch muss die Wand hier? 3, ne? 3, ja. Hast du hier Glasscheiben genommen? Wenn du die Glasscheiben baust, dann, ich setze die immer so, man kann die ja drehen. Und ich glaube, dass es egal ist. Ich setze sie aber immer so, dass die transparente Seite quasi innen ist. So, ah, okay. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, aber. Also wer weiß. Optisch nicht. Nee, ne? Ja, ich guck gerade, ich habe mal eine hier ins Gebäude gebaut, also optisch ist halt nichts anders. Ach, dann mach ich's aber so. Ja, wer weiß, ob die später noch was dran ändern an dem Modell und dann. Ja, gut. Wie ist hier denn? Ich kann hier keine Wände setzen, ne? Oh nein, habe ich die zu weit? Ja. Scheiß. Verdammt. Ja, der Wille war da. So, dann nochmal. Fusionatoren. 6. So. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ja, super. Kleinen Moment bitte. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Das haben wir. Ist jetzt halt hier mit der Tür nicht so super duper. Ich überlege, ob wir generell die Böden künftig 2 Etagen hochbauen sollen. Du meinst in den unteren Geschoss? Weil es reicht zwar für diese Anlagen so, ne, aber. Halt knapp, ne? Ja, du musst halt ständig unter irgendwelchen Bändern durchrutschen, ne? Na ja, gut, ob du jetzt rutschst oder springst. Ja gut, ich sag mal so, wenn du 2 hoch machst, dann kannst du da ja so bauen, dass du es drunter herlaufen kannst. Ne? Geht natürlich auch. Könnten wir natürlich auch in der nächsten Hallen mit einbringen. Wäre natürlich wieder eine Abweichung von unserem Bauschema, ne? Ja, gut, das heißt, was du da anders hast, ist halt, dass du es höher baust, ne? Ja. Ansonsten, prinzipiell ist es das Gleiche. So, Konstruktor. Zack. Passt. Zwei. Ich habe keine Kabel mehr.
Ja, dann hole ich mir mal welche. Ist aber sowieso ein guter Zeitpunkt, die Folge abzuschließen. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao.